Wir spielen ein neues Spiel, Early Access von Witchfire. Ein Action-RPG aus der Ego-Perspektive. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Nikola hat es empfohlen. Also, er hat gesehen, dass es momentan ein bisschen Buzz hat auf Steam. Ich habe es direkt gekauft, 35 Euro. Keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hoffe, ich habe es nicht in den Sand gesetzt. Wir schauen rein. Let's go. A war rages between the witches and the remnants of humanity ruled by the church. Despite the numbers advantage, the church... Auf jeden Fall komisch abgemischt, die Sprachausgabe und der Sound. Hört es kaum. So, ich muss drücken. In a distant land controlled by one of the witches, papal scouts discover a wreckage of a ship that had been lost for several centuries. It carried a valuable artifact, one that could change the course of the conflict. Only witch hunters called prayers can face a witch and live. You are one of them, anointed by the Pope himself to recover the artifact. After a long and arduous journey, low on witch fire that gives you unnatural powers, and with most of your belongings lost, you arrive at the destination. Choose your prayer. Okay, wir haben den Butcher. Strong, heals quickly, has the stamina of a much younger man. Fearless in battle, what lesser man mistake for anger and rashness. Hunter, a cunning fighter with a steady hand and no ego. The mission is the only thing that matters. Everything else is a mere distraction. Slayer finds twisted delight in wielding witchcraft. To dispatch the witch made abominations. Agile, with a talent for close range combat. Shadow respects with magic enough to avoid unnecessary risks. Why slit throats when a bullet from the shadows achieves? Okay, it's quasi ein Sniper sozusagen. Saint, an avid student of the Fates, for as Publius Cyrus noted against a lucky. Even gods are powerless. Hä? Penitent, a haunted man cursed by his past and oblivious to shadow lumen. Warning, not recommended for beginners. Okay. Joa. Ach, hier sieht man die Stats. Okay. Starting Level 6. Das ist ja wirklich wie bei Souls sozusagen. Das ist seine Waffe, die Auto Rifle. Und er hat noch Bittersweet Nightshade. Fetish. First Mysterium. When low on health, any damage taken makes the fetish release a powerful shockwave. Also, warte mal, was sind das eigentlich für Stats? Vitality, Healing. Studying this magic allows you to heal more efficiently. Whatever is the source. A powerful healing elixir edible. Okay. Witchery is Magie. Metanoia. Witchfire. Gives you life and unnatural powers. Metanoia allows you to waste less volatile witchfire during the... Like short distance teleports, increasing stamina allows you to execute them more often and with more ease. Ist interessant, es gibt gar nicht so die klassischen Strength und Dexterity Sachen. Okay. Ricochet Auto Rifle. Bullets ricochet among marked enemies. Tooth found among witches, ashes. Critical shots on full health enemies ignite them. Machine pistol. Dash after a kill. Reloads and boosts the gun. Light spell. Lightning bolt that knocks back and shocks enemies. All-seeing eye, bolt action rifle, critical hits hurt all enemies inside the all-seeing eye. A shockwave that stuns nearby minor enemies and exhausts major ones. Tja, Saint. Crossbow und Ricochet. Warum hat der als einziger zwei Waffen? Und er hat Flak 15, ansonsten alles gleich.
Als einziger 4 Items. Spawns an icy sphere that protects the caster from damage and freezes enemy that get inside it. Book of Serpents, a powerful amulet disguised as Grimoire. Anyone who hurts its owner is cursed with decay. Ne, den hatten wir ja gerade. Und dann gibt's noch den Penitent. Hand Cannon. Rewards perfect aim. Ja. Dann. Was nehmen wir? Penitent, da steht aber, das soll man nicht nehmen für Anfänger. Habe ich gleich wieder Schiss. Wer weiß, wie schwer es ist, das Spiel. Saint fand ich eigentlich auch ganz cool hier, oder? Aber Luck ist doch auch... Shadow, was macht Shadow? Ja, ich glaube, ich nehme Shadow, ey. Der mit der Sniper oder hier? Komm, wir nehmen den jetzt. Ah, Tasten gehen, sehr gut. Ist das direkt schon mein Tod, weil ich versuche, an dieses Seil zu springen? Nee. Okay, das soll wahrscheinlich nur... Oh, ist aber dunkel. Okay, die Shift-Taste scheint nicht zu funktionieren. So ein bisschen Remnant-mäßig, kann das sein? Follow the ashen lines to recall what it means to be a prayer. Interact with the prayer signal to learn how to fight the witch and her minions to figure out on your own. Grafik ist auf jeden Fall ganz nett, muss ich sagen. Hier die Beleuchtungseffekte sehen ganz cool aus. Ich habe nur das Gefühl, ich muss mal kurz in die Grafik, ich habe das Gefühl, Auflösung könnte noch höher sein, oder bilde ich mir das ein? 2000, das geht doch noch höher, oder? Das stimmt, du hast 4K eigentlich. Böse? Das ist zum Testen. Der ist nur zum Testen. Also, ich habe keinen Mana mehr oder was? Collect compendium. When pressed beyond their limit, the vile creatures falter as if their senses have fled them. In that moment, their witch fire wanes, leaving them exposed. Okay, das ist ja alles Tutorial, so wie es aussieht. Ach, guck mal, kommen wir relativ hoch hier. Mit dem Sprung. Double Jump von Anfang an. Okay. Kommt trotzdem nicht da die Wände hoch. Okay. Hier war diese Apotheke. Was war das? Brew Potions. Angelica.
Aber er ist stimmungstechnisch schon ganz geil, muss ich sagen. Navigation charts are used to safely traverse ley lines. This one details a route to a nearby island with a giant tower. Okay, ich bin hier in so einer Art Hub, würde ich mal sagen. So, bevor wir da durchs Portal gehen, checken wir erstmal hier das Hub fertig aus. Sieht auf jeden Fall schick aus, muss ich sagen. Was ist das, Unreal Engine 5 oder was? Wirklich sehr nett aus. You need higher gnosis to understand these seals. Ascent. Okay, das ist Levelaufstieg. You need more volatile witchfire. Okay, das sind quasi unsere Seelen. Ja? Sealed away with intricate magic. Required Gnosis 2. You cannot comprehend this magic. Required level 7. Ich bin level 6. LOL. Okay. Oh, well. Habe ich hier schon das Drachenschwert gefunden oder was? Nee. Taschenlampe wäre nicht schlecht. Enhanced gear. There are no items ready to be enhanced. Equip gear. Ja gut, wir haben halt noch absolut nichts, ne? Ist klar. Das ist hier irgendwie unser Hub, was jetzt noch relativ wenig bringt. Requires 2500. Wir gehen unten ins Portal. Wow. Boah, ich bin so hochgesprungen, dass ich Damage genommen habe, Leute. Erstmal zum Bonfire. Ist auch schön schnell, muss ich sagen. Oh, es ist gar kein Bonfire. Nun. Ah, okay. Island of the Damned. Objective. Investigate the tower or acquire resources and escape back to the Hermitorium. Ist das eine kleine Anspielung hier auf der dunkle Turm oder was? Direkt hier auch am Strand. Uncover the secrets of the Wailing Tower, an area where even the witch's power falters. Or gather some witchfire and treasures and use portals to escape back to the Hermatorium. Level up, research, upgrade your gear and come back stronger. Also Rogue Action, aber es gefällt mir. Ich
ich muss sagen, auf gut Deutsch haben die gerade gesagt Lute und Level. Ich habe die und ich spreche diese Sprache sehr gut. Das sieht echt nice aus, muss ich sagen. Dieser Turm hier, das ist schon... Ich bin der Revolvermann. So sieht's aus. Kann man... The hand is moving closer. Ist das so ein bisschen auch Singleplayer? The Hunt Showdown? Kann das sein? Es wirkt irgendwie so, wie so ein Singleplayer Hunt Showdown. Und meinte ich kann schwimmen? Ha, unsichtbare Wand. Okay, hat sich das erledigt. You feel familiar walls. There's a witchfire nugget growing nearly. Das hier wahrscheinlich, ne? Witchfire Cluster. Supply chest key. Hä? Was geht jetzt ab? Damage boost on the final bullet in the magazine. Use white raven feathers to unveil. Increased weapon stability, handling and aiming downside. Ach, das habe ich jetzt ausgewählt. Hä? Kann ich es nicht mehr abwählen? Oh. Okay. Ist das jetzt aktiv? Ah, okay, ist jetzt deutlich schneller hier. Ganz nice. Direkt Belohnung. I like, muss ich sagen. Spiel gefällt mir soweit. Oh, hier ist... This hunt is, the hunt is moving closer. Okay. Kann es sein, dass ich der Gejagte bin und gar nicht der Jäger? Hat das einen Koop-Modus? Weiß das jemand? Das schreit doch förmlich danach, dass Multiplayer-mäßig irgendwie... Singleplayer. Nur Singleplayer, krass. Aber es ist noch Early Access, ne? Also kann ja auch kommen, theoretisch. Ich komme auf die Roadmap. Ey, wieso hat man denn von dem Spiel noch gar nichts gehört? Das wundert mich, dass das einfach jetzt so da ist. Aber das sind immer diese Spiele, das sage ich ja auch jedes Mal. Jedes Jahr kommen dann so Spiele raus, die keiner auf dem Schirm hat irgendwie, die aber auch ganz geil sind. Die Indies. Ja.
Nee, Multiplayer ist nicht geplant. Krass. Finde ich eigentlich ganz cool, irgendwie, auf eine gewisse Art. Aber entgegen dem Trend, auf jeden Fall. Huch. Auch für Vanishing mit Ethan Carter gemacht. Wie bitte? Die haben auch für Vanishing auf Ethan Carter gemacht. Das habe ich nie gespielt, aber das soll ja auch ganz gut sein. Mhm. Eines der großen Unreal Games. Showcase Games. Alter! The fuck? Alter, wo kommen denn die ganzen Gegner her? Problem ist, ich schätze mal, wenn ich sterbe, ist alles wieder weg. Okay. Increased weapon damage for each spell charged. Weapon kills partially. Reload the magazine. Unveil. Okay, geht noch nicht. Ah, okay. Ich Disclaimer. Ja? Das kam anscheinend vor einem Jahr schon im Epic Game Store. Das war anscheinend exklusiv für ein Jahr. Ich habe von dem noch nie was gehört. Dafür, das Spiel, ich sag's direkt, man merkt, dass qualitativ gut ist. Spielt sich super gut. Ist kein Placement, Leute. Ich sag euch, wie es ist. Es ist ein gutes Spiel. Glaube ich. Also, ich kann jetzt natürlich nicht die Langzeitmotivation bewerten, aber das Gunplay gefällt mir. Atmosphäre, Grafik, spielerisch. Scheint es komplex, aber auch nicht zu komplex zu sein. Looten und Leveln, was will man mehr? Singleplayer, kein Service-Game, kein nerviger Season-Pass-Scheiß oder so. What's not to like? Oder? Außer, dass ich gleich tot bin. Jetzt ist die Frage. Jetzt sollte ich wahrscheinlich irgendwie zurückkehren. Oder was? Sollte ich jetzt, weil ich habe kaum noch Energie, ich habe nichts mehr zum Heilen. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht wie. Und ob ich schon was erreicht habe, ob ich was mitnehme sozusagen. Ich gehe mal dahin, wo ich herkam. Wenn ich das noch finde, das muss hier irgendwo gewesen sein. Vielleicht kann ich... da wieder zurück. Wo ich hergekommen bin. Nee, siehst du? Ich muss also einen Ausgang finden. Dormant Portal. You can turn it into a portal back. Itinerant portal, a dormant echo of the portal you arrived through, leads back to Hammer, but waking it up might not be easy. Releases additional enemies. Okay, also ist das hier quasi die bessere Wahl. Waypoint. Oh shit, das schaffe ich doch niemals. Dieses rote Zeug, was auf mich fliegt, das ist gut, oder? Ich weiche dem immer aus, aber ich glaube, das sind einfach nur die Seelen. Aber ich muss doch irgendwie... Wie komme ich denn an...
Heilkram hier. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Munitionstypen. Ah, works with demonic weapons. Könntest du was craften vorhin? Ja, aber auch nur in dem Ding. Das wurde zum Heilen. Damit konnte ich einen Heiltrank machen, aber ich habe nur einen Heiltrank und den habe ich schon benutzt. Also sieht nicht gut aus, Leute. Weil das Portal ist auf der anderen Seite dieses Turms. Man muss ja auch nicht kämpfen, wenn man nicht will. Oh, da würde ich gern hoch. Wer weiß, was da oben... Ach komm, fuck it. Das ist bestimmt ein richtig geiles Item hier oben. Das hält absolut gar nichts. Okay. Ah, schon der kleinste Falling Damage könnte mich killen. Muss echt ein bisschen aufpassen. Aber man hat natürlich eine gute Übersicht. Wenn ich das Gefühl habe, der zeigt mir nicht die Gegner von hier. Oder da sind keine. Okay. You feel a linger at the portal waiting to strike. Iterant portal pulses and spoos something out. Okay, also je länger man hier in dieser Welt scheinbar ist, desto mehr oder bösere Kreaturen kommen hier aus dem Itinerant Portal, so verstehe ich das zumindest, diese Warnung. Drachengewehr plus 5 liegt oben, sehr gut. Chat, ich mag euch. Vielleicht findet man aber auch auf der Map irgendwas, was einen heilt oder eine Flask zurückgibt oder sowas. Ammo Chest. Das Problem ist, Ammo-Chest klingt für mich, als ob es bewacht ist. Das Witchfire-Nugget. Da ist die Chest. Keine Falle bislang. Boah, geiles Schiff, guck mal. Das sieht schon gut aus, ne? Was ist denn das für eine Engine? Spielt sich auch echt gut, also fluffig. Und hier ist ein Dungeon? Nee. Shit, ich glaube, ich bin komplett falsch gegangen, so wie es aussieht. Muss ich jetzt hier alles hoch, hier lang, da wieder zurück, dahin. Und schneller wäre wahrscheinlich gegangen. Hier rum, darum Löffelstiel, aber. Und hier ist irgendwas ganz krasses. Extremely dangerous area. Eieiei. Ich muss kurz dieses Schiff abchecken.
man da hinkommt irgendwie? Wenn dann über die Segel da. Oder? Ja, sieht nicht so aus. Vielleicht ist es auch nur Kulisse. Moment, das sind die Leute von Painkiller? Im Ernst? Das erklärt einiges. Ich hab doch mir gedacht, ich wollte es nicht sagen, aber ich hab doch gedacht, hier die Art und Weise, wie schnell sich das steuert mit dem Jump und der Präzision der Schüsse, das hat mich tatsächlich an Painkiller erinnert. Also wirklich, ich habe sofort gemerkt, dass es sich sehr griffig und schnell und Quake-like steuert und Painkiller war ja im Prinzip ein Quake-Klon. Das haben die auch gemacht. Bulletstorm. Ja, also die wissen schon, wie man Shooter macht. Das ist hier, das merkt man halt schnell bei so Spielen, ob das, also ob da was dahinter steckt, spielerisch oder nicht, finde ich, guck mal hier, die kann man doch auch einsammeln. Jetzt hätte ich zwei davon, aber ich kann wahrscheinlich trotzdem nicht die kombinieren oder so, ne? Da brauche ich irgendwie so eine Werkbank oder so. Aber das erklärt einiges. Das habe ich sofort gemerkt, dass hier auf jeden Fall... Deshalb... Na, wie kommen wir jetzt? Lass doch mal was Painkiller machen. Painkiller? Ist gerade auf... ist nicht mehr im Angebot. Painkiller bin ich richtig gut gewesen. War brutal. Das ist so schnell. Hab ich's vom Index, oder? Ich wusste gar nicht, dass es auf dem Index drauf ist, ehrlich gesagt. Aha, hier, Unknown Artifact. Meint ihr, da kann man hin, ohne sich mit dem hier anzulegen? Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass ich jetzt irgendwas spawne, was ich nicht mehr loswerde. Aber die Neugier ist natürlich... Oh. Oh, shit. Nein, nein, nein. Merkt ihr, es ruckelt. Goon? Was ist Goon? Ich verpiss mich, Leute. Nein, hier kann man sich nicht verpissen. Ich dachte, hier geht's rein. Ist das ein Nahkämpfer? Weiß er nicht, dass ich eine Knarre habe? Ich höre Steps. Oh oh. Ich höre Steps direkt über mir. Was zur Hölle hat mich getroffen? Ja, alles weg, ne? Geil. Expedition failed. Irgendwas hat mich getroffen. Ich glaube, von hinten oder von der Seite. If you die during the expedition, you lose almost everything. Except bound items like crystallized witchfire. You can risk retrieve the drop from the place of your death during your next expedition. Das kommt mir bekannt vor. Also ich habe wirklich nichts mitgenommen. Sehe ich das richtig? Ja. Meine Arcanes sind wieder weg. Leckofant, ey. Okay, aber jetzt hole ich mir erstmal mein Zeug wieder, Freunde. Ich würde mal ein Genre nennen, was ein Roguelike ist, aber auch gleichzeitig ein Souls-like. Ein Rogue? Nee, zählt alles nicht. Naja, aber Souls ist ja auch ein bisschen Roguelike. Ja, stimmt. Also, es ist ja schon im Namen quasi enthalten. Like-like. Ich mag, wie präzise das... Also ich kann echt gut zielen hier.
I like it. Rolls like, genau, das ist darauf hinaus. Rolls like klingt gut. Das finde ich nur ein bisschen doof, diese roten Seelen, die auf mich fliegen, dass der Bildschirm dann rot flackert. Man denkt immer, man hat Schaden genommen. Boah, okay, ja. Das ist natürlich, die schießen ja auch. Und das ein Level Up. Ne, nicht ein Level Up, sondern jetzt kriege ich hier einen Skill. Ein von zwei. Die muss ich erst freischalten. Missed bullets have a chance to rematerialize back in the magazine. Piercing bullets can not be blocked by material shields. Das nehmen wir natürlich. Ey Leute, ich mag das Spiel. Ich bin wirklich Nikola. Ja. Entdeckt. Niemand anders kennt das Spiel. Du hast mir davon erzählt, also kriegst du von mir den Credit. Aber es macht mir wirklich Spaß. Ich finde, es ist sehr... Endlich mal ein Spiel, wo man nicht 8 Stunden lang erst irgendwie lernen muss, wie das funktioniert, sondern relativ schnell zum Spaß kommt. Was auch mal ganz schön ist. Achso, die Munitionskiste, ja logisch, die ist jetzt weg. Hier ist meine Remains. Was ich mich frage, wenn ich jetzt sterben würde, wären dann die Remains weg? Also hat man nur einmal eine Chance, aller Souls die zu holen, oder habe ich dann 2 Remains? Remains. Okay, über diese Distanz will er nicht. Wo sind jetzt die Remains? Genau hinter mir eigentlich. Hä? So, da ist der geile Scheiß wieder. Aber ich glaube nicht mehr die, nicht mehr diese Arcanes, ne? Ne, die sind für immer weg. Aber die Seelen, die Money. Pam. Saint Alba Scepter Embroidered Staff Blessed by Holy Spirit. Scepters like this were forged to extract magic from dying witches, serving as powerful artifacts and symbols of the cleansing flame. This one, however, seems to be more decorative. Wow. Uh-oh. Hier waren noch gerade so orangene Dinger. Seht ihr das? Boah, ey, wie schnell der ballert.
Ja, es ist halt ungewohnt. Die Minimap ist auch schön voll. Alter. Oh, mich juckt's doch. Kein Problem, Leute. Aber ich glaube, hier kommen unendlich Gegner. Kann das sein, dass die immer wieder spawnen? Das ist hier ein Kampf gegen... Oh, was ist das? Fuck. Hey, was ist das? Renn doch! Wieso rennt er nicht? Irgendwie meine Renn... Achso, das ist nicht... Hä? Jetzt ist er wieder da. Ja, aber irgendwie rennt er... Jetzt geht's. Ganz kurz. Meine Renntaste hat gerade mich im Stich gelassen. Ja. Ach, die Ausdauer. Oh, das kann sein. Ja, die war komplett leer. Jetzt hat sich gerade wieder aufgefüllt. Was ist denn UI Hold Delay? Ist Pop-Ups kommen und sowas. Wo du behaberst, normalerweise. Inventar wahrscheinlich, wenn dann... Dash Mode, Single Key. Ja, siehst du, das habe ich ja gar nicht. Dash Mode, Double Tap Direction Key. Quick Tap Run. Single Key. Ist leer. Ah, okay, das ist auch das Geräusch, ich verstehe. Das nimmt richtig viel, so ein Dash nimmt nämlich richtig viel. Du kannst quasi nur zwei so Dashes machen. Hör ich den Klimper, Boy. What the fuck? Why? Nein! Abgrund! Wo bin ich? Ich seh nix! Ich lebe! Oh. Das so cool ist? Bin mir nicht sicher, ob ich hier sein sollte. Ehrlich gesagt. Es gibt einen Unstuck-Button, vielleicht hilft der. Jetzt schlägt noch Double Jump vor. Ja, ich höre den Typ da oben klimpern. Ich habe ein bisschen Schiss, aber ich glaube, man könnte sich hier rausjumpen. Nein! Ich will nicht, dass meine Leiche dann hier unten liegt. Guck mal hier, das ist nicht mal Level-Design hier. Und rausgedockt. Oh, du Sackgesicht. Ich hab ihn. Noch nicht. Ah, stark. Aber hat auch nichts Geiles gedroppt. Das ist wieder an der original der gleichen Stelle, wieder halb tot. Aber gut, wir können es ja theoretisch wiederholen. Aber war das der Böse? War das der? Weiß man nicht, ne? Es sagt ja auch nur, dass hier eine gefährliche Area ist. Oh, da gibt es ein...
You need a supply chest, aber da gibt's einen Heilbeutel. Was ist Prayer? To change. Er lässt mich nicht da auf dieses Ding. Inspect. Ready to unveil power. Visit Mysteria Forge in Hermatorium. Die Waffe wird geil. Sag ich euch. Habe ich hier was? Stats. Kann ich leveln? Ah ne, das geht auch nur im Gelöt. Ja, ich muss zum Portal, wie vorhin auch. Was soll ich machen? Bringt ja alles nichts. Ich muss hier vorbei. Da. Ich habe auch keinen Key gekriegt. Oh, die Chest würde mir das Leben retten, ey, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo habe ich denn vorhin einen Key gekriegt? Der hat einfach einen random Gegner gedroppt, ne? Ja, ich brauche einen Schlüssel. Ich kann die Kiste nicht öffnen ohne Schlüssel. Habe ich einen Schlüssel? Nee. Ich habe nur das gekriegt. Key-Item. Aber keinen Schlüssel. Ich mag, wie gut man die Gegner durch Steps locaten kann. Orten ist das Wort, was ich gesucht habe. Increased chance for slain enemies to drop a healing elixir. Flinch and movement penalty from damage strongly reduced. Das ist ja, ja eindeutig. Okay, Drop Chance 1%. Nun. Ist das das Portal? Nee, das ist irgendwas anderes. Wir kommen von einer Metal Chest, that prayers used to store ammunition. Your presence has activated the Tower of Deafness. Nein. Wir gehen zum Portal. Da ist das Portal. Das nehmen wir noch mit. Oh shit. Tschüss. Stark. Alles mit nach Hause genommen. Jetzt wird abgegradet, dann geht's zurück auf die Map und dann bin Ashe getreten. So sieht's nämlich aus. So, lass mich kurz mal jetzt abchecken, was wir hier machen können. Was ist jetzt hiermit? Brew Potions? Nee, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir müssen Testing Round. Crack Tier sieht aus. Jetzt kann ich hier aufsteigen. Max Health.
Healing Duration. Stamina. Dash Distance. Spell Recharge. Bonus Witchfire. Oh, ist aber teuer. Hör mal. Ein Level. Freunde. Ist halt kein Souls, ne? Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Habe ich gerade ausgegeben. Enhanced Gear. Unveil Mysterium. Increased damage against enemies with more than... Hier sieht man, was man machen muss, auch wenn ich nicht genau weiß, was bedeutet, um die freizuschalten. Also enemies killed ist klar. First Mysterium Actions. Second Mysterium Incantation. Keine Ahnung. Aber wir haben unsere Waffe verbessert auf jeden Fall. Communicate with the workshop. Let's see. Prayer. If you can't see this letter, then the mirror works properly and we can support you in the godly work of cleansing our lands of filth. Your needs are our priority. However, if you care to share them, bits of your undoubtedly deserved spoils would help us gather the necessary competence faster and motivate our gunsmiths to work even harder. Was heißt das jetzt? Sind das Quests? A researcher steht ja da. Close-ranged weapons, medium-ranged, long-ranged. Research on long-range weapons will long-range weapons such as a sniper rifle. Next project research time 20 Minuten. Das ist ja auch ganz nice eigentlich. Light spells, well, yeah. Heavy spell. Research on relics, it will, yeah. Aha, jetzt kann ich das noch schneller machen durch diese, was immer auch das ist. 0 von 20, sind das Minuten, die ich dann im Dungeon bin oder was? Ich habe keine Ahnung, aber ich gebe das jetzt noch nicht aus. Ich bin ja eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Gibt es da noch wahrscheinlich andere? Ah. Ey Leute, ich muss echt sagen, mir gefällt das echt gut. Workshop Research Active. One of two. Oh Moment, warte, ich kann noch eins aktivieren. Das muss ich vorher machen. Sehr motivierendes Spiel, muss ich sagen. Sehr motivierend. Was mache ich noch?
So, einmal können wir noch reingehen, oder? What the fuck? Wieso bin ich denn jetzt hier? Warum? Warum werde ich hier sofort attackiert? Das ist ja frech. Das nehme ich. Extra Elixier-Slot. Allerdings habe ich kein extra Elixier. Ah, okay, jetzt ist mein Spawnpunkt auch hier. Das ist der neue Spawnpunkt. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh. Not good, not good, not good. Das geht ja hier gleich richtig ab. Ach du Scheiße. Nun. Ja, das ist, naja, schwierig gewesen. Aber es eins muss ich sagen, was mich echt ein bisschen wundert, ist, dass das kein Koop hat. Weil das wäre doch ähnlich wie bei Remnant ideales Spiel, um das irgendwie zu zweit zu spielen. Inversely related to health. Heißt das jetzt, je mehr Health man hat, desto stärker oder je weniger Health man hat? Ich nehme das, da weiß ich, was ich krieg. Ist natürlich praktisch, wenn man direkt am Portal stirbt. Portal ist open. Was ich sagen wollte, ist, wenn man direkt am Portal stirbt, kann man natürlich easy seine Leiche wieder zurückholen. El Ebbe, danke für 3 Monate gesubbt. Dankeschön. Ah, okay. Eine Kollisionsabfrage bin ich noch nicht immer ganz einverstanden. Weil die hauen natürlich nahkampfmäßig zu.
würde man ja denken, sie müssten auch nah an einem dran stehen. Alter, was geht hier ab? Das habe ich mal richtig weggenockt. Boah, da hinten, Alter, das war knapp. Wer bist du denn, du Landratte? Boah, der ist zu schnell. Scheiße. Also mit den Zaubersprüchen habe ich auch noch nicht so ganz für mich rausgefunden. Den kann man irgendwie nur einmal machen und dann nie wieder oder was? Einmal einen Gegner freezen? Das scheint mir jetzt dann auch nicht so üppig. Oh, jetzt wieder hier? Wieso denn das? Why? Tell them that it's human nature. Why? Why? Instead of regular witchfire, dead enemies drop a quickly dissolving high potency witchfire orb. Okay. Das wäre dann... Also auf jeden Fall meinen Melee-Damage erhöhen. Kriegt man irgendwie schneller Orbs. Faster Stamina Regeneration, increased Max Health. Ich glaube, das war scheiße, das Upgrade.
um meine Leiche. Sarah, ja, ich hatte vor, Diablo 4 wieder reinzugucken bei Vessel of the Hatred. Wollte es mal wieder ausprobieren. Allerdings, ich habe so lange kein Diablo 4 mehr gespielt, dass ich das Gefühl habe, ich bin wieder bei Null. Was mir so ein bisschen Sorgen macht. Ich brauche auf jeden Fall Leute, die mich ein bisschen wieder guiden. Ich habe ja auch nicht viel Diablo 4 gespielt, muss ich sagen. Also ich habe nur die Kampagne einmal durchgezockt. Aber nie so richtig mit so hundertprozentig gehuckt gewesen. Die denn immer her? Ich glaube, die spawnen einfach. Wieso sind hier so viele, obwohl ich so viele töte? Damage Boost for Spells and Weapons when Stamina is fully drained. Was ist das? Nein. Ich brauche erstmal meine Leiche. Also meine Goodies. Meint ihr, man kann auf das Schiff? Ich glaube nicht. Jetzt ist die Kiste hier weg. Das ändert sich also auch. Das ist so ein bisschen random. Jetzt ist hier auch nicht mehr das super schwere Gebiet. Ich habe das Gefühl, ich kriege viel schneller Upgrade-Sets. All weapon damage is critical for a short moment after casting a spell. After spending at least half a magazine, reload can apply a random element. That's nice. Can, 10% Chance, naja gut.
Ja, wir holen erstmal unseren Stash zurück. Und dann weiß ich auch noch nicht. Aua. Nein. Oh. Doch. Das darf nicht wahr sein. So, aber eine Research von mir ist abgeschlossen. Das checken wir mal kurz ab. Fireballs. 3 Fireballs homing onto multiple enemies. Das ist doch nice. Das finde ich auch sehr motivierend. Dadurch hast du immer Bock, wieder neue Maps zu spielen, weil du damit deinen Research-Button auflädst. Das ist ja total cool. Cooles Feature. Jetzt kann ich nämlich hier... Nee, doch nicht. Ah, okay. Ich kann entweder das oder das. Aber warum? Ach so, ein Slot Light Spell, ein Slot Heavy Spell, ich verstehe. Naja, gut. Habe ich denn... Das habe ich immer noch, was macht man damit? Weiß man nicht. Ah, okay. Ich weiß immer noch nicht, was hier Gnocchis 2 bedeutet. Und was das hier eigentlich ist. Prayer. Aber warte mal, ich kann doch Seelen poppen. 2500. 2500 habe ich doch. Was ist das jetzt? Es ist sehr dunkel. Oha. Study Gnosis. Each time you try to inspect the tome, something pulls your gaze towards a specific passage. So. Only those who caught the madness deep can glimpse the truth. Shipwreck's keep, 10,000 units, standard unsealed, shall break the first and shadows revealed. The book fights your efforts to look anywhere but the psalm. And the pages seem to be glued together. To access its wisdom, satisfy its demands. Carry Witchfire, 12,000, see the scarlet Coast Shipwrecks. Complete all and come back. Okay, also 12.000 Seelen und das Shipwreck sehen. Das habe ich ja quasi schon gesehen, aber... Okay, das ist hier irgendwie so eine Sonderquest oder was.
Na gut, also dafür müssen wir erst diesen komische Quest machen. Erkennt ihr überhaupt zu Hause was? Ich sehe kaum was hier. Okay, wir gehen rein. Noch einmal. Lol, die sind einfach unsichtbar geworden. Das fühlt sich jetzt aber nicht viel schneller an, wenn ich ehrlich bin. Eieiei. Ja, war vielleicht ein bisschen. Arg. Übermütig. So, Nikola, bist du eigentlich noch da? Hallo. Ich glaube, ich mache jetzt ja mal Schluss und fange schon mal an, den ARD-Stream zu gucken, oder? Ja, für Kontext wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja. Weil sonst kann ich mich überhaupt nicht... Was sagen Sie dazu, was John gesagt hat? Wer? Ja, das war's jetzt erstmal hier auf jeden Fall mit Witchfire, Leute. Richtig geil. Werde ich auf jeden Fall weiterspielen. Auch hier im Stream, weil mir das richtig gebockt hat. Das ist mal eine kleine Überraschung, würde ich sagen, dieses Spielchen hier. Nicht schlecht, gut rausgesucht, Nikola. Check das mal ab, ist noch Early Access. Kostet momentan 35 Euro, aber das kann was, das Spiel. Das ist also zumindest so, was ich jetzt bislang gespielt habe, macht echt Spaß. Ein schöner RPG-Shooter von den Painkiller-Machern. Es spielt sich gut, hat sehr viel motivierende Elemente. Auch für Leute, die sowas wie Remnant oder sowas mögen, glaube ich, auf jeden Fall einen Blick wert. Ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen. Bin gespannt, was da sich noch so tut, entwicklungstechnisch, wie weit die schon sind. Ich habe, wie gesagt, das Spiel überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und ihr könnt es mal abchecken. Es hat hier auch sehr gute Bewertungen schon, 360 sehr positiv. Es gibt ja auch noch die ganzen anderen Klassen, die ich nicht gespielt habe, die sich ja vielleicht nochmal komplett anders spielen. Also ich bin positiv überrascht, ich kann es nicht anders sagen. Witchfire heißt es. Behalten wir mal im Auge und ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne mal in die Comments. Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn das hilft mir sehr. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.